Die geernteten Zuckerrohrstangen sind in der Zuckerrohrfabrik angekommen. Mühlen pressen den Zuckersaft heraus. Hier sehen wir nur den faserigen Rückstand. Der gleiche Vorgang bei einem Straßenhändler. Hier sehen wir auch den Zuckersaft. Die Fabrik verarbeitet den Saft zu braunem Rohrzucker. Chemisch unterscheidet er sich nicht von unserem weißen Zuckerrübenzucker. Aus Zuckerrohrsaft lässt sich Schnaps brennen. Bei der Zuckerproduktion fällt als Nebenprodukt Melasse an. Dieser Zuckersirup ist Rohstoff für Rum. Der faserige Rückstand, die Bagasse, bleibt bei der Zuckerherstellung übrig. Mit der Bagasse erzeugt die Zuckerfabrik Strom und Wärme. Bagasse wird auch an Schafe, Ziegen und Rinder verfüttert.